Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tetu-Sprechstunde. Viele Patienten sagen mir, wenn ich Sport mache, vor allem wenn ich richtig trainiere, also richtig Power gebe, da wird mein Tinnitus schlimmer hinterher. Und deswegen überlege ich mir, das lieber nicht zu tun. Und dann frage ich mich, was sagen Sie denn dazu? Soll ich weiterlaufen? Soll ich das in Kauf nehmen, dass der Tinnitus dann schlimmer wird? Und dann ist natürlich die erste Frage immer, wird er denn hinterher auch wieder besser? Und da ist die Antwort in der Regel, klar, irgendwann wird er wieder besser. Und dann muss man natürlich erstmal überlegen, warum wird er denn schlimmer nach dem Sport? Liegt das daran, dass mein Ohr kaputt geht, dass da irgendwas beschädigt wird sozusagen? Und das ist natürlich nicht der Fall. Vielmehr verändert sich auch in diesem Fall die Hörverarbeitung, die letztlich immer entscheidet, wie laut ist mein Tinnitus. Und Sport ist ja nun so eine Art künstlich herbeigeführter Stress. Gerade wenn ich zum Beispiel schnell laufe, dann ist das evolutionär gesehen in der Regel entweder verfolge ich jemanden und will ihn fressen oder ich renne vor jemandem weg, der mich fressen will. Und beides ist mit Stress verbunden. Das heißt, es wird Adrenalin ausgeschüttet. Es kommt zu einer typischen Fight-or-Flight-Reaktion, auch gerade im Wettkampf, wenn man auch noch gegen andere läuft. Und Stress, das haben wir ja schon ganz oft gehört, verändert die Hörverarbeitung. In dem Sinne, dass plötzlich alle Geräusche verstärkt werden. Weil bei Stress, also bei einer Reaktion auf Gefahr, ist es eben wichtig, dass man viel hört, dass man alle Informationen kriegt. Und damit wird auch der Tinnitus verstärkt. Das heißt, man könnte es mal umgedreht formulieren, wenn der Tinnitus nach dem Training lauter war, dann war es sogar ein gutes Training. Dann haben sie richtig gepowert. Aber man sollte nicht versuchen, das zu vermeiden. Weil wenn man jetzt auch noch aufhört zu laufen und irgendwas lässt, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dann nimmt man den Tinnitus wieder sehr wichtig. Ich will nicht, dass er schlimmer wird vor ein paar Stunden. Und indem man ihn wichtig nimmt, wird er erst recht laut oder verschwindet nicht irgendwann. Also weiterlaufen, weiter Sport machen, weiter bewegen. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als ein bisschen runterzukommen. Ist auch für die Entspannung gut und deswegen lässt sich irgendwann auch für den Tinnitus gut. Also eine mit Sport angereicherte Woche allen und wenn es gefallen hat, natürlich wieder liken oder sharen oder abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!